Also ich beobachte das ja von außen und insofern kann ich erstmal feststellen, das war schon eine organisatorische Meisterleistung der deutschen Sicherheitsbehörden, in diesem Umfang zuzuschlagen. Hans-Georg Maaßen hat es gesagt, über 3000 Beamte, über 150 Hausdurchsuchungen, 25 Festnahmen. Das ist eine organisatorische Vorbereitungsarbeit, die viele sich so gar nicht vorstellen können. Und insofern, glaube ich, muss man erst einmal sagen, die Sicherheitsbehörden haben hier eine gute Arbeit geleistet in dieser Vorbereitungsphase, das gründlich organisiert, in der Exekutivphase sauber durchgezogen. Und daher glaube ich, hätte man eigentlich, wenn die gesamte Diskussion nicht ein Stück weit in die falsche Richtung gegangen wäre, hätte man Grund genug, hier und heute stolz auf unsere Sicherheitsbehörden zu sein. Was meinen Sie, dass die Diskussion in die falsche Richtung gelaufen ist? Ich glaube, das muss man zurückführen nochmal auf den Kern. Was hat man eigentlich gemacht? Man hat auf der Basis von Haftbefehlen und Hausdurchsuchungsbeschlüssen, die lauteten Bildung einer terroristischen Vereinigung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, hat man diese Maßnahmen rechtskräftig geprüft durch Gerichte durchgezogen. Und dann kam der Touch hinzu, dass es Umsturzpläne gegeben hat, dass die Republik kurz vor dem Abgrund stand. Das ist ja politisch gehypt worden. Und das ist schade, weil damit die gute Arbeit der Beamtinnen und Beamten ein Stück weit auch diskreditiert worden ist. Denn ich glaube schon, dass hier eine ernsthafte Gefahr bestand, die aber durch diese Diskussion ein Stück weit zurückgetreten ist.